Hallo ihr Lieben, wir sehen uns heute mal in Digimon Super Rumble den Ketchup an. Der wurde heute geedit. Hier unten kann man den anwählen. Und dann gucken wir mal, was so drin ist. Sorry, wenn ich jetzt ab und zu ein bisschen räusper. Das ist, weil ich ein bisschen erkältet bin. So, und zwar sehen wir hier den Ketchup. Da unten haben wir jetzt zwar noch keine, aber ich kann schon mal sagen, Moment, ich muss mal ganz kurz auf die Seite gehen. Wie viel Crowns momentan kosten. Einen Augenblick, da muss ich ganz kurz hin. Wird das, glaube ich, auch dann einblenden. Wobei, nee, ich schicke dann einfach die Seite unten drunter. Also, 1 Euro sind ca. 90 Crown, wo halt dann noch eine, momentan ein Event ist, wo man die doppelte Anzahl kriegt an Crowns. Das heißt, man kriegt momentan für 1 Euro und 10 Cent, wenn das da 1100 Yen sind. Oder Won, je nachdem, wie die heißen in Korea. 180. Dann können wir mal gucken, was es so gibt. So, es gibt hier folgendes Item. Ich muss mir da kurz einen Übersetzer mit anmachen. Können wir uns mal angucken, was es da so alles gibt. So, es gibt eine Art Box. In der Box kann man enthalten. Ich muss jetzt ganz kurz gucken. Aha, da sind so Skill-Teile drin. Also das sind diese Cubes drin, die man für die Skills braucht. Das kann ich mal kurz zeigen. Und zwar kann man mit den Cubes hier bei den Skills die Skills halt upgraden, wenn man hier unten dann drauf drückt. Da zahlt man ein bisschen Bit plus die Währung der Cubes und kann dann da die Skills upgraden auf maximal Level 10. So, in der Box haben wir folgendes drin. Moment, dauert immer ein bisschen. Ah, das sind Digicore und so weiter drin. Also das sind dann halt Items, wo man dann auch zum Digitieren benutzen kann. Das hier dürften XP-Booster sein. Muss man ganz kurz gucken, wie viel Prozent. Muss das überhaupt eine Prozentzahl? Oh ne, das sind gar keine. Das ist auch eine Art Digicore. Appearance, Joaquin. Patch der Digicore Appearance. Okay. So ein Patcher wird das... Ach, für die Mutanten kann das sein. Warte, ja, da wird man die Mutanten-Version wieder rückgängig machen kann. Mutanten sind in dem Spiel theoretisch Digimon, die eine Art Fehler bekommen und nicht mehr digitieren können. Ich habe zum Beispiel ein Caputerimon, das kann sich jetzt nicht mehr weiterentwickeln oder digitieren. Ist aber dafür doppelt so groß. Mit dem Item kannst du halt dann theoretisch die Mutation wieder rückgängig machen. So, das sind halt dann Sachen fürs Essen. Ich vermute mal, das werden Sachen sein, für, damit man wieder seine Health Points hochmachen kann. Futter für die Digimon sind hier drin. Das ist ganz klar, dass das hier drin war. Das verkürzt zum Beispiel die Zeit, damit ein Ei theoretisch schneller schlüpft. Was haben wir hier? Das sind Evolutionspunkte, Erhöher. Das heißt, ein Digimon ist wie bei DMO wieder gebunden. Das war, wenn man mit dem Digimon kämpft, verliert es EWP, also EVP. Das sind Punkte, die man für die Digitation braucht. Das ist hier diese lilane Leiste, die man hier sieht bei dem, wie heißt das jetzt? Salamon. Wenn die weg ist, kann es sich theoretisch nicht mehr digitieren und muss es halt erst wieder neu aufladen. Und das kannst du halt dadurch dann instant machen. So, das sind XP-Booster für 30 Tage. Money Booster und das andere war, glaube ich, Movement Speed, also nicht Movement Speed für den Charakter, sondern fürs Battle, damit das Battle ein bisschen schneller läuft. So, dann haben wir hier nochmal eine Box. Ah ja, ah ne, stimmt, und automatisches Aufnehmen von Items, das heißt, es gibt Autoloot, das ist ja auch hier drin. Das kann man hier als ganzes Paket dann auch kaufen, nochmal. Hier sind die nochmal vereinzelt. Hier bei der Box, glaube ich, ist das sogar noch der Fall. Die haben nämlich schon mal geschenkt bekommen, dass du dann dir ein Digimon aussuchen kannst mit Ei. Weiß aber nicht, ob das damit drin enthalten ist. Aber ich könnte mir vorstellen, ja. Das ist auf jeden Fall wieder eine Buff-Box. Das ist so ähnlich wie da. Hier, das ist das Zeichen zum Beispiel für Autoloot. Dann haben wir hier diese Bücher oder was auch immer das darstellen soll. Die Sachen bedeuten. Moment, ich muss den Übersetzer dann noch. Abilities are data determined by speed. We generate in the next potential. If we speed fixed. Für die Items, da weiß ich leider auch nicht, für was die gut sind. Da muss ich mich mal noch
schlau machen, der macht auf jeden Fall dann nochmal ein Video zu. Hier kann man nochmal so eine Art Stat randomizen, das heißt, wenn deine Digimon die Stats nicht ausreichen, wenn du die bei V guckst, die kann man hier, glaube ich, nochmal manipulieren, damit die etwas besser sind. Ja, das alles damit. So, hier haben wir Folgendes. Das ist ganz interessant. Digimon können ja hier in dem Spiel mehrere Varianten digitieren. Das heißt jetzt zum Beispiel mein Angemon, könnte jetzt auch ein Unimon sein, soweit ich weiß. Und hier kann man halt die Digimon aussuchen mit diesem Kurs, zu was es sich digitieren soll, zu 100%. Genau, da gibt es das, glaube ich, einmal hier für Ultra und das ist für die Champion-Digimon. Achso, ihr seht gerade auch meine Maus nicht, ne? Aber ich gehe über die Items drüber, dann seht ihr ja theoretisch, wo ich hin bin. So, das hier sind Cubes. Die könnt ihr für die Ultra-Digimon benutzen, weil die Ultra-Digimon... Ich sag mal... Achso, Moment, ich erkläre das anders da. Die blauen Cubes sind für Rookie-Digimon, ja? Die lilanen sind für die Champion-Digimon. Und die hier sind halt für die Ultra-Digimon, damit ihre Skills halt hochleveln können. Sieht man hier wieder. Perfekt. Ultra, Champion und Rookie. So, das sind die Boxen wieder. Das haben wir auch schon durchgegangen. Ich würde aber gerne wissen, wie das mit den Boxen ist für das Kostüm. Ah, hier sind die Kostüme. Perfekt, da können wir doch mal gucken. Gibt hier eine neue Frisur. Finde ich auch cool, dass ich hier eine Preview gemacht habe. Jetzt hat, wo man auch gucken kann, wie es aussieht. Dann gibt es nochmal die Frisur. Neue Schuhe. Die sehen ganz cool aus. Socken gibt es sogar. Okay, interessant. Eine neue Hose. Dann nehmen wir einfach mal die kompletten Outfits. Das ist ein Outfit, was ganz cool aussieht. Ich vermute mal, das wird ein Outfit sein. Gibt einen... Okay, das gibt es. Das als Jacke. Und das waren auch schon die Outfits. Schade. Aber das wäre hier das komplette Kostüm zum Beispiel. So. Und das wäre auch schon der Cash-Shop. Wir sind alles durchgegangen, denke ich. Ist wie gesagt auch die weiß schon, was es jetzt genau macht. Da muss ich mich nochmal durchlesen und danach fragen. Ja, das war dann der Cash-Shop zu Digimon Super Rumble, der heute erschienen ist. Pay to win, würde ich jetzt sagen, ist es nicht unbedingt. Vielleicht mit den Dingern hier, wie man die Stats nochmal umändern kann. Aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Was haltet ihr von dem Shop? Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das Video gefallen hat. Würde ich mich sehr freuen über einen Daumen oben und ein Abo. Dann würde ich auch weitere Videos zu Digimon Super Rumble machen. Wenn ihr zu irgendwas Fragen habt, zu irgendeinem System oder irgendwie nicht weiterkommt in dem Spiel, lasst mich auch gerne wissen in den Kommentaren. Dann kann ich ja mal dazu ein Video machen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich glaube, als nächstes machen wir noch ein Video, was jetzt dann auch, glaube ich, am selben Tag hochkommen würde oder ersten Tag danach. Weil es wurde noch was geaddet, und zwar Dungeons sind jetzt, eine Overflow Dungeon nennt sich das, und die werden wir uns jetzt auch dann angucken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein, euer Sinichiro, tschüss!